Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatut, beim Clan True Voice. Ja, es ist keine Dorfbesuchsfolge, was ihr hier seht, sondern die Folge heißt ja Halbzeit. Also, mein Warden geht auf die nächste Runde. Er wird jetzt Level 10. Warum gucke ich mir eigentlich dieses Dorf an? Hier vom CP9, vom Florian. Der Florian, eigentlich, muss man wirklich so sagen, einfach mal so ein bisschen aus dem Leben hier, ist eigentlich ein Charakter, den würde ich aus True Voice 1 nicht rausstoßen, wenn er nicht so ehrlich gewesen wäre und hätte gesagt: Hallo, ich bin 15 Jahre und so weiter. Und ihr wisst, im TW1 sind wir eher etwas älter und eigentlich tut es mir dann immer so ein bisschen in der Seele weh. Ich habe dann auch geschrieben: Mensch, in 2 Jahren nehmen wir dich gerne auf, dann bist du im 18. Lebensjahr. So lange will er natürlich nicht warten. Ich habe ihm dann vorgeschlagen: Kommst du einfach nach TW2? Und ich finde, ein super Dorf hier, also das kann man nicht von der Kante schubsen. Gar keine Frage, hier starke Helden, starkes Dorf und einfach mal so angefangen, aber unser Warden soll ja hochgehen und ihr seht das hier, ich habe ihn jetzt extra mal so lange gewartet, denn ich will wenigstens einmal mit ihm angreifen. Ich bin im Moment immer noch so ein bisschen in der Findung hier, was die Ressourcen angeht, aber ich bin auch relativ weit unten, das seht ihr hier, und ich habe hier meine, oh ja, den könnte man eigentlich machen, wenn er nicht aktiv wäre. Ich habe hier eigentlich meine Truppe mit den Kobolden am Start. Ich wechsle im Moment immer wieder ganz gerne, denn genau bei dieser Truppe hier, da verbrauche ich im Moment meine Helden nicht. Und der wäre ganz gut, aber wir gönnen uns mal noch so 1, 2, 3, 5.000 hier zum Weiterklicken. Ja, das kostet auch immer hier oben im RHF-Bereich. Also 1.000 pro Weiterklicken. Und wenn du das hier 20, 40 Mal machst, dann bist du ruckzuck mal, ja, eigentlich ein volles Lager los. Der hier wäre gar nicht mal so schlecht, denn der hat keine Infernos. Ah doch, er hat Infernos. Ah, der hatte hier Multi-Infernos. Die tun meinen Kobold leider ein bisschen sehr weh. Und ich habe allerdings dann für danach eine Armee fertig, wo wir einen Warden auch mal wieder einsetzen können. Der ist, hat zu wenig Ressourcen, zu schwach. Viel zu schwach. So, gar nicht mal so lange gesucht. Den hier können wir mitnehmen. Ihr habt jetzt gerade ein bisschen Dudelei gehört. Das ist auch mal ein bisschen entspannender für mich. Da brauche ich während des Suchens hier nicht unbedingt großartig vorspulen, sondern kann einfach mal ein bisschen was laufen lassen hier. Ich meine, der hat jetzt echt alle Sammler hier außen. Eigentlich müsste ich, ich würde hier nicht alle Truppen setzen. Das wisst ihr genau. Das würde ich tatsächlich nicht so machen. Und hier oben kriege ich ja sogar, ich hätte mal fast gesagt, da kriege ich sogar die dunklen Bohrer hier noch, ohne dass ich hier einen Riesen vorsetzen muss. Den kriege ich auch hier mit so ein paar. Oh, doch nicht. Ah, Mist, die Wardenstatue da. Oh, oh, die Wardenstatue. Okay, dann haben wir jetzt aber so ziemlich alles. Wir haben hier noch ein bisschen was in der Mitte, das Dunkle. Ich hatte es heute schon einmal voll. Und ich würde sagen, wir gewinnen hier nur noch. Wir gewinnen hier eben mal. Ja, ich sage das auch immer so. So, die Magier mal dahinter gesetzt. Wir nehmen hier immer mal so ein Doppelpärchen. Und jetzt kommen hier wieder, kommt die Hundertschaft vom Toto Clash, der Mauerbrecher hier rein. Ich nehme meine Helden jetzt mal ganz bewusst nicht mit. Ich nehme die Helden mal nicht mit, denn die möchte ich ganz gerne gleich im nächsten Angriff benutzen. Denn ich habe hier in der Clanburg ganz coole Truppen. Allerdings ist das so ein bisschen mehr zur Defense. Und hoffe einfach, dass sie jetzt mal durchgehen, auch wenn ich jetzt verliere hier. Ich lasse das einfach mal laufen, ohne Zauber, ohne alles. Denn meine nächste Armee ist viel, viel interessanter. Hier so ein bisschen zum Farmen. Ich kann ein bisschen Dunkles ausgeben. Noch gute 2 Tage, bis ich meine Bowler auf Level 3 habe und meine Hexen anstarten kann. Also ich muss hier, ich habe heute Abend mal gesagt, ja, ich muss ein bisschen ausgeben. Oder einfach ein bisschen spenden hier. Und ich denke mal, das werden hier, wir werden verlieren. 45%. Eigentlich habe ich gar keinen Bock aufs Verlieren. Deswegen mache ich hier die Hütten. Ich mache die Hütten hier mit der Queen. Ich mache hier einfach mal die Hütten. So. Und noch irgendwas. Ja, der Bogenschützenturm hier, der ist dran.
Damit haben wir unsere 50%, aber ihr seht das hier, schnell mal verballert und das Dunkle schon wieder voll hier. Also die nächste Armee nutzen wir jetzt mit dem Warden, bevor wir den Warden auch wieder hinlegen. Gold brauche ich nach wie vor erst in... wann brauche ich denn eigentlich Gold? Ja, so gut in einen Tag. Also wir können sicherlich auch die eine oder andere Mauer machen. Ich habe mich schon... Ich glaube, in der Base habe ich schon aufgeräumt hier. Ah, nee. Schon wieder was respawnt hier, was wir aufräumen können. Und ihr seht das hier. Die Laufzeiten sind erstmal lang. Aber ich glaube, ich bin auf einem ganz guten Weg mit dem Account hier. Also ein bisschen tut es mir natürlich leid für den Clan True Warriors hier, dass ich im Moment nicht mit in den CK ziehe. Wir trainieren die hier mal nach. Das haben wir schon nachtrainiert hier. Und ich würde sagen, auch für diese nächste Armee hier suchen wir einfach mal ein bisschen was Stärkeres. Ein bisschen was Stärkeres, aber so stark auch nicht. So stark auch nicht. Das wisst ihr, da bin ich immer gerne schissig. Und wir brauchen noch ein bisschen Gold, vielleicht für die nächste Defense, die dann hochgeht. Bogenschützenturm, Kanone oder Magierturm stehen da ja zur Auswahl. Der Magierturm läuft morgen aus, aber ihr könnt gewiss sein, ich werde den Warden hier machen. Ganz, ganz nebenbei, das ist auch mal ein Problem. Entweder kündigst du etwas am Anfang an oder am Ende. Ich kündige es mal mittendrin an. Ich habe Termin für unseren Community-Clan-Krieg. Ich meine, ist klar, das machen jetzt 100 YouTuber auch genau an den Termin. Also ich kann euch anbieten, ich werde auch eine Umfrage oben machen. Also beantwortet mir vielleicht die Umfrage. Dort wird es drei Antworten geben. Die erste Antwort wird sein, wir spielen am 21., 22., 23. Das heißt, am 21. mache ich den Clan auf. 22. suchen wir. Und wir suchen am 21. spielen am 22. 23. Also harter Stream hier auch zwei Tage am Stück. Den nehmen wir übrigens mit hier. Und machen das dann dort, also vor Weihnachten. Oder wir machen das auch gerne nach Weihnachten. Nämlich am 28., 29., 30. Ich kann auch dazwischen machen. Die dritte Option wird dazwischen sein. Denn ich habe noch ein bisschen Urlaub. Und kann dort sicherlich auch ein bisschen Zeit mit euch verbringen. Also um diese Zeiten herum werde ich den Clan Herausforderer aufmachen. Werde mit diesem Account hier sicherlich dabei sein und weiß gar nicht, warum ich 6 Loons dabei habe. Schade auch. Ich habe 6 Loons dabei und auch meine CB ist irgendwie... Okay, dann machen wir das mal so. 3 Hexen hier, 3 Hexen da, ein paar Bowler hier, ein paar Bowler da und... wir nehmen hier mal einen Bowler jetzt, passt auf, Packer, Mauerbrecher und dann geht das hier durch die Base durch mit Packers, ja, ich mag die Packer, muss ich sagen. Ich verbrate jetzt mal eben meine CB, die kann dann hier auch mit so ein bisschen durchgehen, Warden hier mit rein und mal gucken, wo ich hier tatsächlich jetzt die Loons hier einsetzen kann. Ah, ist ja echt eine komische Truppe hier, die ich gerade mal so am Start habe und mal sehen, wie ich hier so durchkomme. Ich habe hier jetzt zwei Sprungzauber, aber es ist gar nichts mehr da, was springen kann. Ah, cool. Gar nichts mehr da, was hier so springen kann. Und auch gar keine Truppen mehr da, die ich hier so ein bisschen in Rage versetzen kann. Ich zünde jetzt mal meinen Warden. Also der Angriff war eher suboptimal. Alter, das geht ja gar nicht. Was ist denn hier los? Da müssen wir den mal friesen hier. Und... den King hatte ich schon gezündet. Ah, ich habe die 6 Loons noch gar nicht gesetzt. Coole Sache. Dann mache ich das eben mal. So, da kommen die Loons raus. Und dann wird das hier vielleicht ja doch noch was. Also doch noch alles entspannt. Der Warden kann jetzt auch gut sterben. Ich weiß gar nicht, ob der auf Luft oder Boden stand. Aber die Defense ist hier außen. Ah, jetzt habe ich natürlich ein kleines Zeitproblem. Was müssen die Loons denn auch machen? Nur diesen kleinen Magertürm hier. Dann zünde ich schon mal die Queen. Sonst läuft mir ein bisschen die Zeit davon, denn den Loot wollte ich doch ganz gerne mitnehmen. Ah, meine Helden leben alle noch. Alles klar. Alles klar, ihr Helden. Habt ihr gut gemacht. Und ich denke mal, das wird in jedem Fall was. Auch wenn die jetzt noch ganz behende hier rumspringen. Aber die Ressourcen konnte ich jetzt nicht stehen lassen. Denn 8 Mille jetzt auf dem Konto des Elexis, ja, des Elexis und mit 4,5 bin ich auch gut bedient, was das Gold angeht. Da geht jetzt noch ein bisschen mehr rein. Also dem fahren wir hier auch ganz ab, denke ich mal. Das müssten in den 35 Sekunden, sollte das möglich sein. Und ihr seht das hier schön in dem Warden, in der Warden-Aura, die Loons ein bisschen von Heal gekrönt. Also
haben so ein bisschen mehr Trefferpunkte hier. Ja, ich denke, das war in Ordnung hier. Ich habe richtig mal was vom Braten hier, ich weiß. Aber ihr seht das selber, ich habe immer noch 200.000 von dem dunklen Elex und es soll ja mein Warden hier weitergehen. Deswegen fordern wir hier mal an Bodentruppen Gift, das ist für uns in Ordnung. Und ja, so eine, ich sag's ja immer wieder, so eine Folge ist nicht komplett, wenn ich nicht noch wenigstens hier einen ordentlichen Angriff hinlege, nochmal mit der gleichen Truppe, aber mal ohne Warden. Machen wir mal einfach so, denn den Warden würde ich schon ganz gerne hinlegen, sonst wird man es ein bisschen spät. Was kostet der Kollege? 6,5, okay. Dann geht hier sicherlich etwas mit Gold erstmal hier in der Mitte, also erstmal 2 Mille hier ausgegeben für die Mauer. Für die Mauer auch nochmal 2, dann haben wir hier noch 6 und für die Mauer hier 2 Mille, passt das noch? Oh, es passt nicht ganz. Macht nichts, ich kann hier kurz mal collecten, dann passt es wieder gerade so. Okay, es passt gerade so, also Warden geht auf die Halbzeit hier, super Sache. Und ich denke, ihr seid d'accord mit mir und wir sehen uns gleich nochmal zu netten Farmangriffen. Es hat nun doch wieder ein bisschen gedauert, bis die Armee hier steht. Aber ich wollte ja nochmal exakt mit der gleichen Truppe angreifen und ich habe sie jetzt hier auch. Ich habe zwischendurch natürlich einmal gebatscht, aber ich habe jetzt Riesen dabei. Oh, wir können hier was live im CK angucken. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, da gucken wir uns hier den Pit an. Alles klar, also wenn ich schon mal live hier bin und gerade so am Aufnehmen bin und das ist jetzt wirklich mal wieder Zufall, das ist nicht geplant von mir. Ich wollte eigentlich gerade echt meinen Angriff machen. Aber wir nehmen hier den CK-Angriff einfach mal als willkommene Abwechslung mit rein hier vom Popi, beziehungsweise, oh, verraten, vom Pit, vom Patrick hier auf die Nummer 16. Mal gucken, wir haben ja so ein paar mehr AR-9er hier unten zu machen in diesem CK, denn wir haben unten selber 3 Achter und der Gegner hat gar keine. Und deswegen tun wir uns hier nicht schwer, sondern wir haben schon gut kompensiert. Ist nicht mehr viel auf hier, also das passt schon, das geht ganz gut. Ganz gut rund hier und mal gucken, wie die sich hier jetzt schlagen. Rechts haben wir noch Heilung für Hexen und Bowler. Links das gleiche, links, rechts, ja. Hier oben ist links, hier unten ist rechts, so muss man es ja sagen. Und in der Mitte macht der King hier mit seiner Truppe Trouble. Sieht, glaube ich, ganz entspannt aus. Ja, ich denke mal, das ist auch entspannt. Man kann schon fast sagen, Queen ist jetzt, wird jetzt gezündet hier für das dicke Lager, denn das dauert extrem lange. Noch hat sie jetzt ihre Unsichtbarkeit. Mal sehen, ob sie den... Ah, den Magierturm sollte sie noch schaffen. Ja, den Magierturm hat sie noch geschafft. Das ist super. Denn dann ist erstmal Flächenschaden raus hier aus der Base. Unten gehen noch die Hexen mit dem King in der Mitte. Der King wird jetzt geheilt. Ja, kann man auch mal machen. Kann man mal machen. Den King mal durchheilen. Auch nicht schlecht. Oder es wird gerade der Golem geheilt. Ah, der Golem wird gerade geheilt. Okay, den kann man natürlich auch heilen. Das Problem ist nur, es dauert, bis der durchgeheilt ist. Denn auf Level 4 hat er schon richtig Heal Points. Ihr seht das hier. Die Heiler, also es ist noch ein Heiler. Kommen hier kaum nach, aber ich denke mal, die beiden Defenses hier wird sich der Pit sicherlich noch schnappen. Mit der Truppe hier eine Minute noch Zeit. Also ist reichlich. Hier ist in den Ecken. Dürfte nichts mehr sein, denn mittlerweile sind wir, glaube ich, so gebrieft, dass wir dort nichts mehr auflassen. Und jetzt ist es nur noch der Bogenschützenturm hier als Defense. Das ist überhaupt kein Thema, selbst wenn der King nicht mehr unter Heilung wäre. Aber du Heiler, heil den Golem, genau. Dann hat er noch genug Healpoints, um diese Mauer zu zerstören, was er aber auch nicht mehr schaffen wird. Der King geht schon gar nicht mehr auf den Bogenschützenturm, weil er sich gedacht hat, den machen die anderen. Machen sie auch, super gemacht hier, sauber. Super Sache hier, also läuft. Aber es soll ja auch bei mir wieder ein bisschen laufen, denn ich muss ja jetzt echt exzessiv nachfahren. Habe jetzt nochmal diese Armee am Start. Und mal sehen, was wir damit reißen. Ich will ja jetzt auch nicht so super hoch in den Pokal, aber ich glaube, den können wir, meinte, den können wir mitnehmen. Den kann ich ja eigentlich mit Barge mitnehmen. Nein, den nehme ich. Ich drücke ihn weg. Ja, jetzt kommt wieder dieser Moment, wo Toto Lot wegdrückt. Ja, das war mir ein bisschen zu wenig für die teure Armee hier, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Denn da geht etwas mehr. Da geht etwas mehr, weil ich das Dunkle nicht brauche, aber den Rest geht da etwas mehr. Und ich würde sagen, bei dem haben wir schon etwas mehr. Und ich habe jetzt auch mal die Bowler gegen, beziehungsweise die Loons gegen ein paar Riesen hier in der Clanburg getauscht. Ich glaube, das ist ganz gut. Und wir gucken mal. Ah, hier kannst du eigentlich reinkommen, wo du willst. Ich weiß, das ist jetzt echt teuer gebaut hier. Aber ich habe es halt im Moment ein bisschen über.
Und deswegen verpulvern wir hier die Armee auch ruhig. Also ich habe da überhaupt kein Problem mit, auch mal hier so ein bisschen was raus zu schleudern. Denn wir können es uns einfach mal ein bisschen leisten. Das ist einfach mal ein bisschen Luxus hier, oder wie heißt es so schön? Nicht Gestöhne am falschen Ende, aber ich komme jetzt gerade nicht auf den Begriff. Und ich glaube, das ist hier in Ordnung. Kommt, Mädels, springt da mal. Mädels, mit Mädels meine ich natürlich die Päcker. Ich habe ja zwei Päcker dabei. Und ist natürlich echt eine coole Truppe. Ich verschwende hier auch, ich nenne es einfach mal so Verschwendung, ruhig alle Zauber hier. Denn ich habe jetzt ja wieder ein paar Tage Zeit, um mir das Elix ein bisschen reinzubatschen, beziehungsweise reinzukobolden mit meiner Truppe. Und ich denke mal, den Friese, den brauche ich dann doch nicht. Den kann ich mir schenken. Also die normalen Ressourcen waren hier in Ordnung. Es war ein Overkill. Ja, das ist halt so. Ich hätte jetzt auch einen Spielring angreifen müssen. Aber um hier mal so ein 800.000er oder so ein Millionsten zu finden, das dauert dann doch eher lange hier unten. Deswegen nehme ich sowas ruhig mit. Ist ja einfach nur ein bisschen reingefahren hier. Ja, da sind wir schon wieder jetzt im siebenstelligen Bereich da oben. Das ist in Ordnung. Alles cool hier beim Toto. Und ich fordere nochmal Bodentruppengift an, denn ich batsche jetzt erstmal ein bisschen weiter. Ihr seht das hier, die Truppe ist am Kommen. Aber ich nehme hier als zweite Truppe immer die mit den Riesen und den Kobolden. Mache jetzt auch mal gerade so ein paar Zauber nach. 1, 2, 3, 4, zack. Ja, und das ist auch gewesen hier. Ein bisschen kürzere Folge am Mittwoch für euch. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, denn am Donnerstag kommt ja wieder eine verlängerte Folge für euch. Also die geht ja wieder um die 40 Minuten, nehme ich die Dorfbesitz-Folge. Bitte macht die Umfrage hier mit mir, dann kann ich die auch noch in dieser Woche beantworten. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.